Das Darknet, ein sehr dunkler Ort und Teil des Internets, welcher wirklich sehr gefährlich werden kann, wenn man sich nicht auskennt. Und um genau das soll es heute auch gehen, denn wir werden heute wieder gemeinsam ins Darknet gehen, in den versteckten Teil des Internets und dort einfach mal so durch die ganzen Seiten stöbern und schauen, was wir finden. Besonders jetzt in diesem Jahr, das Jahr 2023, denn für die Leute, die mich schon ein bisschen länger verfolgen, die wissen, dass wir jedes Jahr dieses Video machen. Und dieses Video nennt sich immer das Darknet im Jahr 2021, das Darknet im Jahr 2022 und das Darknet in dem Fall dieses Jahr, das Jahr 2023. Was findet man heutzutage, wenn man im Jahr 2023 ins Darknet geht? Was für Seiten gibt es? Was ist dort allgemein los? Und um genau das soll es heute gehen. Wir werden uns wirklich komplett einfach mal so komplett durchforsten und einfach schauen, was wir finden, von Seite zu Seite, von Video zu Video, was es auch immer dort zu finden gibt. Ich bin super gespannt und freue mich riesig, dass ihr heute wieder dabei seid. Sehr viele von euch hatten es ja bereits in die Kommentare geschrieben. Dennis, wann kommt das Video für dieses Jahr, das Darknet im Jahr 2023? Heute. Wie auch immer, kleine Triggerwarnung an dieser Stelle wieder, denn wir könnten heute wieder auf Dinge stoßen, die vielleicht für den einen oder anderen verstörend wirken könnten. Und natürlich ist auch wichtig zu sagen, dass weder YouTube noch ich mit irgendwas davon in Verbindung steht, was wir heute hier sehen werden. In dem Sinne, ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Video. Wir gehen jetzt ins Darknet und ich bin super gespannt, was wir so im Jahr 2023 finden werden. Alright, meine Freunde, wir befinden uns in einem Darknet und ich bin direkt auf eine, ja, super hilfreiche, sowohl als auch interessante Seite gestoßen, denn der ein oder andere weiß es vielleicht nicht, aber im Darknet gibt es auch coole und positive Seiten. Ja, es gibt nicht nur böse, negative und illegale Sachen, sondern es gibt auch wirklich hilfreiche Sachen. Besonders für Länder, welche zum Beispiel keine Meinungsfreiheit haben oder keine Pressefreiheit, wo man nicht wirklich viele, ja, Informationen und Nachrichten mitbekommt. Und dafür steht diese Webseite. ProPublica heißt sie. Und hier geht es um Journalismus und Journalisten, welche eben interessante Themen hier veröffentlichen. Und besonders eben auch für Leute, die keine Möglichkeit haben, an irgendwelche Nachrichten und so weiter zu kommen. Und hier wird halt sehr, sehr viel gepostet. Natürlich auch Insider-Sachen von Whistleblowern und so weiter. Man kann sich da wirklich ewig durchlesen. Es ist wie eine ganz normale Nachrichtenseite. Ich glaube aber, dass es bei dieser Seite hauptsächlich um amerikanische News geht. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, dass es hauptsächlich auf Amerika bezogen. Und da gibt es wirklich alle möglichen Sachen und Themen, die halt eben gerade dort passieren. Finde ich eine coole Seite. Ist mal nichts Böses oder Gefährliches, sondern tatsächlich einfach eine Seite, die sehr hilfreich ist. Ja, machen wir weiter. Schön zu wissen, dass es solche News-Seiten immer noch gibt. Wo wir es gerade von positiven Webseiten hatten, ist das hier eine sehr negative Webseite. Denn die ist mindestens genauso negativ, wie die andere positiv war. Denn hier geht es um Auftragskiller. Ja? Schauen wir uns eigentlich jedes Jahr an und gibt es auch, wie wir sehen, auch dieses Jahr immer noch, Webseiten, wo sich Leute anbieten, welchen du Geld geben kannst und die dann für dich den Job erledigen. Ja? Sprich, es gibt eine Person, irgendjemand möchte, Person A möchte, dass Person B von der Bildfläche verschwindet, geht ins Darknet, sucht sich diese Webseite hier zum Beispiel raus und bezahlt dann irgendjemanden dafür, dass die Person eben verschwindet. Viele von diesen Seiten sind fake. Es gibt aber so ein paar einzelne Seiten, die ziemlich echt sein könnten. Ist immer schwierig zu sagen. Nichtsdestotrotz werdet ihr euch wahrscheinlich wundern, warum ich hier ein paar Sachen zensiert habe. Liegt einfach daran, dass hier Waffen gezeigt werden und bestimmte Adressen. Und das wollte ich an dieser Stelle einfach ausschwärzen. Zudem sind wir hier immer noch auf YouTube und es gibt bestimmte Nutzungsbedingungen. YouTube sieht nicht so gerne Waffen, deswegen wundert euch bitte nicht. Ja, hier gibt es auch ein Video auf der Webseite, aber es lädt irgendwie nicht. Also ich habe das jetzt schon eine Weile laden lassen, aber keine Ahnung. Irgendwie passiert da nichts, wenn man sich das anschaut. Weil da steht nämlich auch hier unten, watch the video. Ja, ganz viele Ausrufezeichen. Aber es lädt nicht, wenn man es anklickt. Keine Ahnung warum. Ich kann es mal ein bisschen laden lassen. Vielleicht öffnet sich das, werden wir uns die Seite anschauen. Ja, auf der Seite wird halt eben so ein bisschen erklärt, was die machen. Grundsätzlich, um was es geht, dass es halt eben Leute gibt und da steht auch unter anderem, ja, manchmal kommst du an einen Punkt in deinem Leben, wo du dafür sorgen musst, dass eine bestimmte Person verschwindet. Dafür ist diese Seite. Dann haben die hier so allgemein so ein bisschen Grundwissen, was das Thema angeht. Unter anderem, dass man halt eben niemals jemanden davon erzählen sollte, wenn man sowas geplant hat.
ja, mit, dass man nur mit bestimmten E-Mails arbeiten soll und aufpassen soll, welche E-Mail-Provider man nutzt. Und man sollte niemals jemanden davon in Wirklichkeit treffen, sondern das Ganze eben über die Kontakte klären. Zudem bieten die an, dass man sie über Telegram kontaktieren kann, sowohl als auch über eine E-Mail-Adresse. Steht aber dran, dass sie über Telegram schneller reagieren. Dann haben die hier noch stehen, was halt eben Gründe sein könnten, weswegen man halt eben sowas macht und ausführen lässt. Ah, und hier unten stehen auch die Preise, sehe ich gerade. Also bis zu $15,000. Dann für $2,000 jemanden zusammenschlagen. Ja, ich meine, ihr könnt es selber lesen, das ist ziemlich brutal. $5,000, um dann noch irgendwie das Haus abzubrennen oder das Grundstück abzubrennen. Okay, das ist insane. Hier steht sogar noch, we are also looking for performers around the world. Was? Also du kannst dich quasi bei denen bewerben? Hier ist eine E-Mail-Adresse und eine Telegram-Adresse, an welche du dich wenden kannst, wenn du für die arbeiten möchtest. Die wollen irgendwie expandieren, dass sie auf der ganzen Welt agieren können. What the? Okay, das ist insane. Also das habe ich noch nie gelesen. Das ist crazy. Holy. Okay, ich muss euch ehrlich sagen, die Seite sieht für mich, ich habe schon viele von diesen Seiten gesehen, ihr wahrscheinlich auch durch meine Darknet-Recherche in den Videos, aber diese Seite sticht irgendwie raus und ich muss euch ehrlich sagen, die wirkt echter als alle anderen, die ich bis jetzt gesehen habe. Ich könnte mir bei dieser Seite wirklich vorstellen, dass es echt ist. Sieht für mich legit aus, also nicht zu 100%, aber ich würde sagen so 90%. Weil es gibt hier keine Möglichkeit, irgendwas direkt zu erwerben oder irgendwie. Sondern du musst erst mit denen in Kontakt treten und dann quatschen. Ja, ich hab's jetzt nochmal probiert, aber das Video lädt nicht. Also, keine Ahnung. Es geht 3 Minuten 39, aber ich kann es leider nicht anschauen. Also, ihr seht's ja hier unten, ich kann den Balken durchklicken. Aber es passiert leider nichts. Also, es lädt halt ewig, keine Ahnung. Ich könnte mir halt vorstellen, dass sie da irgendwie ihre Waffen zeigen. Und vielleicht irgendwelche anderen Dinge zeigen, die wir vielleicht gar nicht sehen wollen. Aber ich kann es auf jeden Fall nicht abspielen. Also warum auch immer. Ich denke, die Verbindung ist einfach zu schlecht von dem Server, dass wir es nicht anschauen können. Hier rechts auch noch ein Video. Ja, das geht auch nicht. Ja, also ich denke schon, dass man die Videos irgendwie anschauen kann, wenn man ein bisschen lange wartet, dass es dann vielleicht durchlädt. Aber ja, keine Ahnung, muss jetzt nicht sein. Ich denke mal, die werden da einfach nur die Waffen zeigen. Eventuell vielleicht sogar, wie sie irgendwas machen von ihren Jobs und das wollen wir eigentlich nicht sehen. Ja, nichtsdestotrotz, ich halte mich schon wieder viel zu lange auf dieser Seite auf. Ist auf jeden Fall eine Auftragskiller-Seite, die auf den ersten Blick ziemlich echt wirkt, muss ich euch ehrlich sagen. Ja, und diese Webseite jetzt zum Beispiel, jetzt einfach nur mal für den Vergleich, weil ihr jetzt die eine gesehen habt, wenn man sich diese hier anschaut, ja, weiß nicht. Also allein, wer schon das Foto von Hitman nimmt, ja, von dem Spiel, I don't know, ob das so vertrauenswürdig ist, ne? Wir akzeptieren nur Bitcoins, wir morden niemanden unter 18 Jahre, wir operieren nur in den Vereinigten Staaten, Kanada und Europa. Vor allem nur, als wäre Kanada, USA und Europa nicht groß genug. Und die haben noch einen Hidden Service. Da will ich jetzt gerade nicht draufklicken. Das wirkt so ein bisschen wie so ein catchy Link, so mäßig, dass man da draufklickt und dann, nee, da klicke ich jetzt nicht drauf. Das wäre, glaube ich, ein bisschen unklug. Das ist ein bisschen sketchy, weil hier steht dann auch so, ja, für deine Sicherheit, klick bitte hier auf den Link. Das ist nämlich unser Hidden Service. Ich klicke da jetzt mal nicht drauf. Ich wollte euch auch die Seite einfach nur kurz zeigen, weil ich finde, wenn du direkt so ein Bild verwendest und das wirkt einfach, I don't know, er wirkt komisch. Wisst ihr, wie ich meine? Kann natürlich auch echt sein, man weiß es nie. Aber ich muss euch ehrlich sagen, die andere hat echter gewirkt als die hier. Ja. Ich sag mal, 99% dieser Seiten sind fake im Darknet. Das ist einfach nur Cash Grab, ja. Um Leute, die sowas wirklich machen wollen, was absolut geisteskrank ist. Allein der Gedanke, dass es Leute gibt, die sowas machen wollen, die wirklich da jemandem Geld zahlen wollen, damit da irgendjemand beseitigt, finde ich schon absolut krank. Und viele nutzen das halt eben aus, ne. Die sagen dann, yo, wir machen das für dich, zahl uns mal das Geld und dann melden die sich nie wieder. Ist ja schon öfter vorgekommen. Black Hat Chat. Die Seite wird der ein oder andere vielleicht von euch auch noch kennen, denn das ist ein Chatroom für Black Hat Hacker, ja, also für die ein bisschen böseren Hacker, weil man sagt immer, die White Hat Hacker sind ja die, die sich quasi gegen die Black Hat Hacker aufstellen und quasi so die guten Hacker im Internet und im Darknet sind, die halt eben versuchen, dass böse Hacker eben nicht an ihre Ziele kommen
oder die auch einfach irgendwelchen Firmen helfen. Das sind die White Hats und das hier sind die Black Hats. Hier gibt es auf jeden Fall einen Chat dafür. Wir waren da schon mal drin, wir sind da schon mal reingekommen und haben dann mit Leuten gechattet. Ich weiß gerade nicht, welche Episode es ist. Ihr könnt sehr gerne mal raussuchen, welche das war und unten in die Kommentare schreiben für die Leute, die es interessiert. Aber wir sind da mal reingekommen und konnten dann mit Leuten chatten. Ja, gibt es auf jeden Fall immer noch die Seite. Gut zu wissen. Wie gesagt, da waren eigentlich korrekte Leute drin. Da war jetzt nichts Schlimmes oder so. Die waren eigentlich alle nett. Aber die Seite gibt es noch. Machen wir weiter. Okay, wir machen weiter. Ich bin jetzt auf eine Seite gestoßen, welche einfach nur ein Video anbietet. Also es ist wirklich eine plain Seite. Da steht einfach nur Thank you, also danke, und dieses Video. Es geht, keine Ahnung, steht jetzt hier nicht dran. Wir gucken es uns einfach mal an. Ich bin gespannt, ich habe keine Ahnung, was es ist. Ich hoffe, es lädt. Wenn es jetzt nicht lädt, dann mache ich jetzt wahrscheinlich eh wieder einen Cut, bis es geladen hat. Oh, es hat sich gereimt. Wir schauen einfach mal rein. Ich bin heute ein ganz witziger. Let's go. Ich musste tatsächlich einen Cut machen, weil es übel lang geladen hat. Nackte Füße. Und Marmelade auf dem Boden. Das könnte auch Blut sein. Huch. Wo war das kurz verpixelt? Was ist das für ein Gerät, was da liegt? Was ist das? Kann irgendeiner von euch erkennen, was das sein soll? Ich weiß nicht, was das ist. Das Video ist zu Ende. Was war denn das? Ich gehe mal ganz kurz zurück. Okay, was ist das? Ich erkenne es leider nicht. Keine Ahnung. Kann mir irgendjemand sagen, was das für ein Gerät ist? Oder? Ich dachte am Anfang, das ist ein Bogen. Das sieht aus wie ein Bogen, aber ist es nicht, oder? Ich weiß nicht, vielleicht bin ich gerade einfach zu blöd und erkenne es nicht. Ich weiß nicht, was es sein soll. Auf jeden Fall merkwürdiges Video. Irgendein Typ ist da barfuß, vielleicht hat er auch gar nichts an, zu irgendeiner Tür gelaufen, hat die aufgemacht und stand da einfach so rum. Überall haben sich so Bluttropfen gebildet. Und dann ist er einfach wieder zurückgelaufen. Es war eine komische Musik, so eine Orgel-Kirchenmusik. I don't know. Ich habe keine Ahnung, was das zu bedeuten hat. Yo, jetzt bin ich einfach weiter runter gescrollt, weil ich habe gesehen, dass man auf der Seite weiter runter konnte. Und da ist einfach noch ein Video. Ich würde sagen, wir schauen da auch nochmal rein. Ja, wir schauen einfach mal rein. Keine Ahnung, was es ist. Let's go. Das ist dieselbe Tür. Oder? Das ist da, wo der nackte Mann davor stand. Okay, es ist auf jeden Fall ein Keller. Sieht zumindest so aus. Ja, das ist safe ein Keller. Links an der Wand sah ein bisschen aus wie getrocknetes Blut. Diese Videos, gell, die machen mich fertig. Das würde ich ganz gern nochmal anhören. Ich habe es nicht ganz verstanden. Ich gehe nochmal ganz kurz zurück. Das hat so auf mich so ein bisschen, am Schluss hat es sich angehört wie ein Bellen, aber davor wie ein Husten und irgendein, I don't know, keine Ahnung, ich habe wirklich absolut keinen blassen Schimmer, was mit dieser Seite auf sich hat. Das sind halt wieder diese typischen Seiten, die du im Darknet findest, wo es keine Erklärung dafür gibt, sie aber einfach da sind und man einfach nicht so wirklich weiß, was man damit anfangen soll, so keine Ahnung, was soll ich dazu sagen, einfach nur merkwürdig. Das erste Video von diesem Typ, der da irgendwie rumstand und dann war da so Blut auf dem Boden oder keine Ahnung, was es war, mit diesem komischen Tool, was ich auch immer nicht weiß, was es war. Und dann weiter unten auf der Seite dieses andere Video, wo er dann diese Tür aufmacht. I don't know. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Schreibt gerne eure Meinung unten in die Kommentare, wenn ihr eine Idee habt, wenn ihr vielleicht wisst, was es sein könnte. Ihr wisst ja, wo ihr es reinschreiben könnt. Ja, ganz classy natürlich, wenn man im Darknet ist, dann wird man wahrscheinlich immer irgendwann auf solche Seiten hier stoßen. Denn hier geht es um Rauschmittel.
alle mögliche Art von Rauschmittel, wie wir hier lesen können. MDMA, Speed, LSD, Ketamin, Cocaine. Also hier gibt es alles zu erwerben. Ja, und hier sieht man dann auch unter anderem die Preise für diese Substanzen. Hier haben wir Cocaine und das wären 37 Euro für 0,5 Gramm, was 39,6 Dollar wären oder 0,001 Bitcoin. Ja, das ist gang und gäbe im Darknet. Für die, die es nicht wissen, das ist super normal, was natürlich im normalen Internet nicht wirklich möglich ist. Aber im Darknet ist das ganz normal. Das ist ja auch so einer der größten Gründe oder der meisten Gründe, warum Leute das Darknet nutzen, um an solche Dinge zu kommen. Tatsächlich, ja. Also weiß man ja sowieso, dass der Großteil der Leute, die im Darknet sind, ja eher wegen solchen Geschichten im Darknet sind und wegen illegalen Machenschaften und so weiter. Und ja, hier kannst du solche Substanzen eben bestellen. Ja, also hier gibt es wirklich alles Mögliche, irgendwelchen Crystals zu irgendwelchen Pillen. Also, ja, hier kannst du wirklich alles bestellen, so wie es aussieht. Speed und Ketamin. Ja, und da sind halt immer die Preise und es ist halt wirklich insane, weil diese Marktplätze machen absolut geisteskranke Umsätze. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich habe ja damals das Interview mit Martin Frost geführt. Der hat da ja auch einiges dazu erzählt. Auch wie viel Umsatz die zum Beispiel mit solchen Sachen gemacht haben, ist ja insane. Also es ist brutal. Aber das ist, wie gesagt, der Großteil des Darknets besteht halt eben aus Drogenmarktplätzen. Es ist halt einfach so. Ja, auch eine coole Seite, beziehungsweise eine Seite, die wir alle kennen, und zwar ist es Reddit. Und für die, die es nicht wussten, es gibt Reddit tatsächlich auch im Darknet. Ihr seht hier oben die Adresse, ja, das ist der Link zu Reddit im Darknet. Ihr seht es auch am Ende, .onion, denn für die, die es nicht wissen, im Darknet gibt es ja, also ein Darknet-Link ist ja kein .de, .com, .net oder so, sondern ein echter Darknet-Link ist immer mit der Endung .onion. Und in dem Fall ist das Reddit. Und das ist wirklich das ganz normale Reddit, was wir aus dem normalen Internet kennen. Es wird nur quasi ins Darknet gespiegelt, ja. Das ist wie so eine Spiegelung davon. Es fungiert aber ganz normal. Ich könnte mich hier jetzt auch einloggen. Bloß halt eben für Leute, wie ich schon vorher gesagt hatte, die halt eben kein Reddit in ihrem Land haben. Es gibt ja Länder, wo du solche Seiten nicht nutzen kannst. Die können einfach ins Darknet dafür gehen und sich dann hier einen Account erstellen und dann Reddit übers Darknet nutzen. Ganz einfach. Jetzt haben wir hier einen Shop gefunden, wo du alle möglichen Sachen erwerben kannst, wie man hier sehen kann. Also es gibt irgendwelche Apps, es gibt Bücher, es gibt Botnets, es gibt Datenleaks, Dokumente, Educations, E-Mails, Geschenke, Waffen, also wirklich alles. Wir können uns hier mal kurz ein bisschen durchklicken, um zu schauen, was die hier überhaupt genau unter diesen Kategorien anbieten. Ah, okay. Es ist sogar ein Netzwerkfehler aufgetreten. Fehler, Netzwerk, Zeitüberschreitung. Okay. Also wir können hier gerade die Deals, die diese Seite anbietet, nicht anschauen. Leider. Aber wir können ganz kurz nochmal zur Hauptseite zurück. Ja, also für die, die sich jetzt darunter nichts vorstellen können, bei Data Leaks wirst du höchstwahrscheinlich irgendwelche geleakten Daten kaufen können, vielleicht irgendwelche Polizeiberichte, vielleicht irgendwelche Datenbanken-Leaks von irgendwelchen Webseiten. Hier wirst du irgendwelche bestimmten Dokumente kaufen können. Bei Educations kann ich mir vorstellen, dass du dir vielleicht gefakte Diplomarbeiten, Schulabschlüsse und so weiter kaufen kannst. Oder von irgendwelchen Universitäten. Ganz ist natürlich, erklärt sich von alleine, IDs. Ja, da wirst du jetzt wahrscheinlich Ausweise, Pässe und so weiter kaufen können, gefälschte. Bei Ransomware, bei Ransomware natürlich irgendwelche Viren und so weiter. Und. Also ihr seht, hier ist natürlich ein Marktplatz für wirklich alles. Bei Books weiß ich nicht so recht, was man da finden könnte. Ah, 5 Books About Poker steht hier. Okay, also das sind tatsächlich irgendwelche normalen Bücher, E-Books wahrscheinlich. Ja, und dann wahrscheinlich verschiedene Apps, zum Beispiel zum Programmieren oder um Viren zu erstellen, was auch immer. Ja, also es ist auf jeden Fall eine Seite, wo du gefühlt von allem irgendwas bekommst, was du im normalen Internet nicht unbedingt so typisch und so leicht herbekommst. Bible for You. Uncensored Bible for Darknet. Ja, im Jahr 2023 findet man auch gerne mal eine Bibel im Darknet. Ja, im Endeffekt ist es genau das, was die Seite sagt. Du kannst einfach die Bibel im Darknet lesen. I mean, why not? Wenn es irgendjemand in dem Moment interessiert, wenn er im Darknet ist und sich denkt, ach, ich würde jetzt gerne mal die Bibel lesen.
Warum nicht? Es ist möglich im Jahr 2023. Ja, und wahrscheinlich eine der angefragtesten Seiten von euch, wo ihr immer wieder wollt, dass ich drauf gehe, ist die Purge. Und die Seite ist auch noch online im Jahr 2023. Ich meine, wir haben ja erst vor kurzem rausgefunden, dass die Purge dieses Jahr stattfinden soll. Da habe ich ja das Video darüber gemacht. Selbst gemeinsam mit Christoph von Creepypasta Punch haben wir ja auch ein Video darüber gemacht. Beziehungsweise er hat mich ja in seinem Video eingeladen, was dazu zu sagen. Und ja, so wie es aussieht, ist die Seite noch online. Es gibt aber keine Neuigkeiten. Also es sieht immer noch genauso aus wie beim letzten Mal, als wir auf der Seite drauf waren. Es hat sich also noch nichts geändert. Aber für die, die es nicht wissen, dieses Jahr soll tatsächlich laut dieser Webseite eine echte Purge stattfinden. Ja? Für die Leute, die nicht wissen, was eine Purge ist, es kommt ursprünglich von einem Film, von einem Horrorfilm. Und da geht es quasi darum, dass für, ich glaube, 12 Stunden lang es keine Regeln gibt. Ja? Das heißt, die Regierung schaut weg und du kannst tun und lassen, was du möchtest. Die Leute drehen also durch, brechen in Häuser ein, zerstören alles, bringen sich gegenseitig um und machen wirklich alles, worauf sie Lust haben. Denn es gibt keine Gesetze für diese Zeit. Und das soll tatsächlich in Wirklichkeit stattfinden. Und diese Seite hier im Darknet plant das. Wir haben schon sehr, sehr viel über diese Seite rausgefunden. Und ich bin natürlich immer noch dran und versuche stetig mehr darüber rauszufinden. Aktuell gibt es aber keine News von mir, sowohl als auch von der Seite, wie wir hier sehen können. Es gibt nichts Neues. Und ich selber habe zu dem Zeitpunkt, wo ich dieses Video gerade drehe, auch keine Neuigkeiten. Ich werde euch auf jeden Fall up-to-date halten, wenn es irgendwas Neues geben sollte. Ja, jetzt bin ich hier nochmal auf eine Seite gestoßen, die nennt sich Sonar. Und das soll anscheinend the most secure and private web messenger in Tor. Und das soll anscheinend der sicherste private Messenger im Tor-Browser sein, ja, also um quasi zu kommunizieren und mit Leuten zu schreiben, soll das anscheinend der sicherste Weg sein. Von Sonar habe ich tatsächlich noch nie was gehört und ich finde es so krass, dass die immer diese miesen Werbeeinblendungen auf ihren Webseiten haben. Hier irgendein Markt, hier nochmal ein Markt, hier nochmal ein Markt für irgendwelche Rauschmittel. Ja, auf jeden Fall ist das eine Seite, da kannst du dich dann hier registrieren. Und dann hast du quasi eine Möglichkeit, mit Leuten zu schreiben. Höchstwahrscheinlich kannst du dann vielleicht irgendwie Leute adden und mit denen dann kommunizieren. Soll auf jeden Fall ein sehr sicherer Weg sein. Und vor allem bietet das Ganze sehr viel Privatsphäre, auch kein Tracking oder irgendwas anderes. Also, ja, für die Leute, die anonym sein wollen und wirklich sicher mit jemandem schreiben wollen, ist das natürlich the way to go. Ja, was findet man noch im Jahr 2023 im Darknet? Eine Webseite, welche eine riesige Liste an Ransomware-Gruppen darstellt und anbietet. Also hier geht es gerade, glaube ich, tatsächlich um Gruppierungen, die Ransomware erstellen. Habe ich das richtig verstanden? Oder ist das die Ransomware? Das weiß ich jetzt nicht so genau. Das sind wahrscheinlich Gruppen, die halt eben Viren und so weiter erstellen. Und die hier ist dann jeweils immer der jeweilige Link zur Gruppierung oder zum Hersteller. Das habe ich jetzt nicht so ganz raus, weil es steht nicht wirklich. If you want to buy me a coffee for my work, donations are warm welcome to one of those addresses. Okay. Also, wenn wir ihm einen Kaffee kaufen wollen für seine Arbeit, können wir ihn sehr gerne hier etwas spenden über diese Links. Werde ich jetzt aber nicht machen, weil ich auch gar nicht so genau weiß, um was es hier geht. Ich meine, wir können mal eins von diesen Dingern öffnen. Also ich weiß jetzt nicht so genau, also auf der Seite gibt es jetzt eher Infos. Also als wäre es wie so eine Nachrichtenseite, weil hier steht Rundle Eye Care Database Leak. Also 30 GB wurden von einer Medical Company gestohlen, also von einem medizinischen Gewerbe. Dokumente, dann, I see. Okay, ich habe schon verstanden. Wir können diese Sachen theoretisch hier runterladen. Okay, es sind doch keine News. Du hast hier die Möglichkeit, an solche Sachen zu kommen. Also das, wenn du jetzt, das könnte man jetzt runterladen. Das sind 30 GB an irgendwelchen Informationen und geleakten Daten und Dokumenten von irgendeiner medizinischen Company. Okay, das ist ja auch insane. Also nach dem Kauf wirst du die Möglichkeit haben, die komplette Kontrolle über ein Energiegewerbe in South Africa, also in Südafrika, bekommen. Also, okay. Also du kannst quasi nach dem Kauf von diesem Ding hier
bekommst du die Kontrolle über irgendeine Energie Company in Südafrika. Du kannst dann machen, was du möchtest damit. What? Okay, ich glaube, ich habe es so ungefähr verstanden. Das sind quasi irgendwelche Gruppierungen von Hackern, welche eben ihre gehackten und geklauten Daten anbieten. Also zumindest die eine Seite, wo wir jetzt drauf waren, aber hier ist eine riesen Liste von ganz, ganz vielen verschiedenen. Ja, krass. Das ist auf jeden Fall krass. Da kommst du, also wir haben es ja gesehen, du kannst da wirklich sehr, sehr viel Sachen erwerben. Ist natürlich alles nicht legal, weswegen man das niemals machen sollte. Und das Ganze natürlich nur als Bildungs- und Aufklärungszweck hier dient, natürlich auch zur Unterhaltung. Und ich möchte euch hier einfach alles immer so ein bisschen zeigen, was halt eben im Darknet abgeht. Ja, deswegen, das war's auf jeden Fall auch mit dem heutigen Video, meine Freunde. Das Darknet im Jahr 2023. Ja, es gibt immer noch sehr, sehr viele Dinge und Webseiten zu entdecken. Also, ihr habt's gesehen, es gibt so viel und ich könnte mich jetzt ewig weiterklicken und das Video könnte 10 Stunden gehen und wir wären wahrscheinlich immer noch nicht fertig. Und wie auch immer, solltet ihr selber nicht ins Darknet gehen. Ich sag's euch immer wieder, macht das Ganze nicht nach, meine Freunde. Ich mach das ja für euch, deswegen müsst ihr es nicht tun. Lehnt euch einfach zurück, entspannt euch und schaut euch das Video an, wie ich ins Darknet gehe und die Sachen für euch raussuche und recherchiere. Ja, meine Freunde, das war's auf jeden Fall mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr natürlich Videowünsche habt, dann schreibt sie bitte sehr gerne unten in die Kommentare. Auch wenn ihr bestimmte Dinge sehen wollt oder wenn ich nach bestimmten Dingen im Darknet recherchieren soll, schreibt sehr gerne unten in die Kommentare. Und in dem Sinne würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, Freunde. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich liebe euch über alles. Das war das Darknet im Jahr 2023. Nächsten Mittwoch kommt natürlich eine weitere Episode von Wir gehen gemeinsam ins Darknet. Mal schauen, was wir da so finden werden. Und wie gesagt, Anregungen und Wünsche unten in die Kommentare. In dem Sinne, bleibt gesund und geht selber nicht ins Darknet. Denn ihr wisst selber, es kann sehr, sehr schnell blöd enden und es ist vor allem sehr gefährlich. Ich hoffe, so viel zu reden. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Zudem möchte ich mich an dieser Stelle wie immer bei meinen Patreon-Mitgliedern bedanken, besonders der Stufe 2 und 3. Und das wären Alina Eisentraut, Bibi Spooky Gamer Girl, Black Lolita, Black Shiva, CX Sensor, Cyber Psycho XX, Jeff Fuchs, Julian Hausmann, Katharina Bogdanowski, Kinga 1613, Löwe 2002, Marie Pantu, Marie 21, Michael F., Nadja Fettgenheuer, Niklas Möller, Patrick und Jenny 2017, Pyrojan 95, RexyTV, Saskia Pfeiffer, Snicker, Sonat Ümitschakir, Sophie, Steffi, Steven Lied, Tombi 27, Jakobi, Totti Botti, Verena Alberer, X-Chavi, Yaso Chan, Yvonne, Angelina R., ASMR Ruby, Eisel, Beatrice König, Bestie Lea, Betty F., Bloodswand Breed, Brody's Rainbow, Claudia Stetter, Daniel, Darpassi, DG85, Deluxe, Denner, Ehrenblü, Ella, Enger, Fabian Janitzer-Würsching, Florian Wilding, FluffyXO, Fresh Callboy, Gabba192, Gamestar, Giuseppe Corrado, Go Hard, Ice Blue, Ist Schon Okay, Isabel Wernicke, Yannick Peters, Jen, Jennifer Karg, Joel Schnell, Jules F. Mew, Yuna La Luna, Justin Richter, Kai, Kilian, Kim S., Lara W., Lea, Liam Pascal Falkenberg, live gespielt, Juan J.Ro, Madia Ahmed, Mandy 172, Markus Pyrasch, Mario Meyer, Markus Burkhardt, Markus Hübner, Martina, Mary Lou, Matthias H.M., Max, Michael, Mira Jane, Mr. Passo, Nancy Koch, Nico Hund, Nikolas Großer, Nicole Seger, Nini, Noah Jones Leitenbauer, NWSHTZ, Rainbow Panda, Sagaria 3, Sangis Angelus, Sarah, Sarah S., Sina Beck, Steffi, Strubbelhaar, Susi Novakovic, Sven Schulz, Tina Karaman, Xenia, Yolandi, Neko Kati, Zephyrau und Zero Hour. An dieser Stelle natürlich wieder vielen, vielen Dank für euren Support.